Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die März-Variante der Degusta-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box ist schwer, deswegen stelle ich sie mal eben kurz ab. Degusta-Box ist eine Foodbox, die monatlich erscheint. Die kostet normalerweise 15,99 Euro pro Box und pro Monat. Wenn du meinen Code verwendest, bekommst du 6 Euro Rabatt und dementsprechend die Box für 9,99 Euro, jedenfalls die erste Box. Und wir haben hier 10 bis 15 Lebensmittelprodukte enthalten. Das fängt an bei Brot und hört auf bei irgendwelchen Algenchips. Ne? Also das ist wirklich bunt gemischt. Wir haben hier super geile Produkte immer wieder drin, die mich immer wieder so auf neue Geschmacksreisen bringen. Und ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ich darf, wie gesagt, habe ich das schon gesagt? Weiß ich nicht. Eine Box an einen von euch verlosen. Ne? Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, ja, heute kam der Briefträger, hat mir die Box gebracht und deswegen muss ich direkt heute, wo ich einen kleinen Videomarathon drehe, diese Box mit euch zusammen aufmachen. Ich habe so Bock drauf, Leute. Ich habe so Hunger. Es ist 18.18 Uhr, ne? Eigentlich hat mein Freund eben Brötchen geholt, aber hey, was soll's? Was soll's, wenn hier irgendwelche schönen Leckereien drin sind, die ich direkt probieren kann mit euch zusammen? Warum nicht? Ihr habt jetzt gerade den Klebi auf dem Butterbrotpapier gesehen, wo irgendwas mit Öffnen, Freuen, Genießen und Teilen steht. Es stimmt. Also man sollte tatsächlich in einem Haushalt wohnen, wo vielleicht so, ja, ein paar Personen mehr wohnen, dass man, also wir sind ja auch zu zweit, ne, dass man die Produkte gemeinsam isst, weil Geschmäcker sind ja bekanntermaßen unterschiedlich und hier sind halt wirklich Sachen aus allen möglichen Geschmacksbereichen so drin. Mein Freund ist eher so der Typ, was der Bur nicht kennt, hat Friede nicht. Also was der Bur, der Bauer, der Bube, wie auch immer, nicht kennt, das isst er nicht. Und ich bin halt eher so offen. Und das sollte man eigentlich auch wohl sein, denn wir werden gleich erfahren, was hier alles so drin ist. Hier ist so allerhand Flyer diesmal mit dabei. Alles klar. Hier stehen die ganzen Produkte drauf mit Preisen. Das heißt, Preise kann ich euch auch einblenden. Ich habe den Flyer zweimal bekommen. Läuft. Irgendwie hat keinen Flyer. Es tut mir leid, falls ich deinen Flyer in dieser Box drin habe. Dein Ölsgenussmoment. Ja, haben wir hier was von Öls drin. Ich liebe diese Öls-Sachen, weil das sind halt immer so Brötchen oder Brot oder Aufbackbrötchen oder sowas. Oh, so richtig geiles Zeug. Habe ich Bock drauf. Milchbrötle, Marmorkuchen. Ja, Kuchen hatten wir auch schon mal drin. Hm, bitte, bitte. Irgendwas Geiles, Süßes soll hier drin sein. Dann habe ich hier von Manga, Rocca, Batida, Pura Coco. Oh, wir haben Stoff drin, Leute. Wahrscheinlich, ne? Lässt sich nur vermuten. Freunde einladen und eine kostenlose Box genießen. Also, falls du Abonnent sein solltest, kannst du auch Freunde immer wieder einladen. Oh, ich muss gleich... die Bloggerbox kommt gleich online. Ich hoffe, dass ich die noch irgendwie abstauben kann. Auf jeden Fall, genau, kannst du Freunde werden Freunde machen. Und super wichtig, Leute, die Degusta-Box Cold kommt wieder raus. Schnappt sie euch. Die ist immer wieder heiß begehrt, super schnell weg und super geil. Ich liebe sie und ich habe mir auch schon tatsächlich eine gesichert über die Kooperation. Ich freue mich jetzt schon drauf. Oh, letztes Mal hatten wir Kinderpingui drin mit Kokos. Es war so lecker. Okay, so, ich starte. Zuallererst haben wir hier Chips drin. Geil. Quinoa-Chips, das sind meine, von Lorenz. Ranch-Style, cremig, kräuterig. Die werden heute Abend gegessen, weil heute Abend fällt Sport aus, weil irgendwie alle meiner Freundinnen krank geworden sind oder sonst irgendwelche Problemchen haben. Und deswegen mache ich Frustessen. Das ist vollkommen in Ordnung, ne? Anstatt von Sport zu machen, kann ich mir dann einfach mal Chips gönnen. Ich freue mich. So, hier habe ich mein Ölz drin. Ölz ist so toll. Milchbrötle habe ich hier drin. Alpenfrischmilch. Ich weiß nicht, ob jeder die hier drin hat oder ob es auch Alternativen gibt. Weiß ich gar nicht. Sehe ich hier gar nicht. Nö, das, jeder hat diese Brötchen mit dabei. Kann ich ja einmal abbeizen, oder? Das will mir ja hier keiner übel nehmen, wenn ich ein bisschen was nasche. Oh, ich liebe sowas. Ist das mit Schoki oder sind das Rosinen? Lass mal gucken. Mit Schoki. Mal lecker. Mag ich. Voll gerne. Ich meine, es ist auch ungesund, aber ich esse sowas super gerne zum Frühstück, ne? Mm. Das ist was für meinen Freund von Lou. Biscuit Cereal Schokolade. Mag der.
Mag der super gerne. Der liebt ja auch so Haferkekse und sowas. Und das hier werden auch so Kekse sein, die so ein bisschen gröber sind. Und dann mit Schokoüberzug. Also da kann ich gar nicht so schnell gucken, wie schnell der die aufgegessen haben wird. Deswegen lege ich ihm die gerne einfach mal zur Seite. Er wird sich freuen. Dann habe ich hier, die hatte ich noch nicht. Twig. Sweets with Benefits. Vegan Vibe. A Fruity Mix of Delicious Gummies. 95% weniger Zucker. Viele Fasern sind hier drin. Das ist gut für die Verdauung, ne? 45% weniger Kalorien und nur natürliche Geschmäcker und Farben sind hier mit dabei. Ja, sowas nasche ich dann auch ganz gerne, wenn ich zum Beispiel dieses Video schneide, ne, dann kann ich euch mal reinschreiben, hier so vielleicht, wie es gerade so schmeckt. Genau, und ja, das mag ich ganz gerne tatsächlich dann auch mal so zum Snacken zwischendurch. Und wenn es halt mit weniger Zucker und weniger Kalorien ist, warum nicht, ne? Komme ich auf jeden Fall mal klar. Aber wie kriegen die das hin? Was ist denn da mit drin? Polydextrose ist hier drin. Ein Isomaltooligosaccharid. So, ne? Kannst du auch ab einer gewissen Promille-Geschichte nicht mehr so schnell sagen. Oh, ich habe hier noch was von Lou mit drin. Das sind diese geilen Zimtkekse, sehe ich gerade. Oh, das finde ich schön. Die werde ich aufbewahren, dass wenn meine Mama nächste Woche Mittwoch vorbeikommt, ne, dann werden wir uns die essen, weil wir trinken uns dann auch immer ein Käffchen und so, nachdem wir mit Sammy spazieren waren. Und da mache ich dann gerne, dass ich da auch Kekse hinstelle und dann können wir uns ein bisschen was naschen. Das ist ja cool, hat jeder scheinbar zwei von diesen Viechern mit dabei. Gut. Thunfisch habe ich hier mit drin. Ich mag Thunfisch gerne. Das sind in Aufguss Thunfischfilets. Jo, kann man immer gut essen, ne? So auf Brot oder im Salat. Jetzt kommt ja auch wieder diese Salatsaison. Macht man einfach einen schönen Thunfischsalat oder man macht das halt irgendwie auf eine Pizza oder sowas. Das finde ich schön. Und das ist auch zertifizierte nachhaltige Fischerei, MSC. Also das ist ne? Auch quasi positiv unterwegs. Harvester. Ja, hatten wir auch schon mal irgendwo in der Degusta-Box mit drin. Ich glaube, in der Cold oder so. Ich finde es geil. Also, ne, ab und an mal Thunfisch ist vollkommen in Ordnung. So, wenn wir so Glassachen eingepackt haben, kommen die in Topfolie immer daher. Und hier haben wir wohl. Ja, da hat sich das Etikett ein bisschen verabschiedet. Hallo. Oro d'Italia Kräuter. Das ist einfach, wenn du dir so eine Nudelsoße machst, ne? Oder wenn du dir einfach Nudeln machst, kannst du dir da die Soße drüber machen. Finde ich super praktisch. Also so eine Nudelsoße, die hat man doch immer gerne zu Hause, oder? Finde ich wirklich cool. Wo ist denn der Rest von dem Klebi? Hier ist er nicht drin. Er ist lost. Er wurde taken. Ne? Fujigato. Aber finde ich gut. Vielleicht haben wir hier auch Nudeln mit drin. Das wäre ja sehr passend, ne? Oha, ich sehe Stoff. Hier haben wir tatsächlich diesen Batida de Coco. Ja, Batida Pura Coco. Trinke ich halt sehr wenig, ne? Da sind 40 Milliliter drin enthalten. Ich trinke wirklich super selten Alkohol. Eigentlich gar nicht. Nur wenn ich unbedingt muss. Und ja, es ist halt einfach, weil ich habe Migräne. Und wenn ich dann noch Alkohol trinke und dann ja quasi den Kater provoziere, das ist einfach schmerzvoll. Muss nicht sein. Nee. Ja, und ja, weiß ich nicht, ob ich das trinken würde. Wobei, wenn man sich dann vielleicht im Sommer so ein bisschen Cocktails mixt oder so, aber mit wem soll ich die mixen? Mein Freund trinkt auch keinen Alkohol. Keine Ahnung. Mit meinen Freundinnen wahrscheinlich. Vielleicht. Wenn man wieder darf und alle wieder gesund sind. Oh, Giotto. Ich mag Giotto gerne. Das ist jetzt wohl die dunkle Variante davon. Oh, ich liebe Giotto. Ich mag die so gerne. Und das ist jetzt dunkel, ne? Ich mag die klassische Variante, glaube ich, noch ein bisschen lieber. Aber die sind auch ruckzuck weg. Da kannst du nicht nachgucken. Die sind super schnell weg. Was zu trinken haben wir hier auch mit drin. Das haben wir öfters mal, finde ich total klasse. Und zwar ist das von Rauch Happy Day Immun Plus mit Vitamin C und D und Zink. Orange, Mango, Zitrone für dein Immunsystem. Jo, guck, ne? Das ist halt ein Saft. Und Säfte finde ich immer klasse. Verdünne ich mir eigentlich immer lieber ein bisschen mit Wasser, ne? Aber komm, was soll das denn? Ich trinke da jetzt mal ein Schlückchen raus und probiere das einfach mal. Weil so Orange mit Mango ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen milder, ne? Oh ja, mein Freund wird es lieben. Oh Gott. Der ist so ein richtiger Mango-Saft-Fan. Das ist aber auch super lecker. Also gleich zum Abendbrot habe ich auf jeden Fall ein Getränk für uns parat. Der wird sich freuen. Mensch, das ist ganz schön viel für meinen Freund mit dabei heute, ne? Finde ich gut.
Und kann ja auch mal davon profitieren, dass ich die Box hier immer auspacke und der nebenan ruhig sein muss. Dann habe ich von NYX Peanuts and Fudge. Das ist was für mich. Jo, ich mag Fudge gerne. No added sugar, no palm oil, no gluten, just joy. Finde ich klasse. Das ist halt auch so, ne, eine kleine Kaloriengeschichte, aber sowas halt gerne als Snack zwischendurch, wenn ich gerade am Schneiden bin oder so. Voll geil. Fudge. Mm. Das ist dann immer sehr, mir läuft das Wasser gerade im Mund zusammen. Eine sehr zuckerhaltige Geschichte. Ich mag das gerne. Ist einfach lecker sowas. So, übrigens, dass sie dann dabei schreiben, no added sugar bei einem Produkt, was fast ausschließlich aus Zucker besteht. Aber gut, dann habe ich hier eine Tüte. Melitta, ach geil, Kaffee des Jahres, vollmundig mit feiner Mandelnote, Stärke 3. Ja, okay, das ist ein unverkäufliches Muster. 100 Gramm Kaffee sind hier drin enthalten, das ist Pulverkaffee. Wir haben einen Kaffee-Vollautomaten. Ich weiß nicht, ob wir so ein Pulverfach haben. Ich glaube nämlich nicht, weil wir haben eine neue. Unsere alte ist leider kaputt gegangen, die hat aber auch 15 Jahre gehalten gefühlt. Haben wir auch gebraucht, von einer ehemaligen Arbeitgeberin gegeben bekommen. Also Arbeitgeberfirma quasi. Ne? Und ja, mega. Kaffee mag ich gerne. Aber hoffentlich kriegen wir die auch in unsere Maschine. Ansonsten wird das weiter wandern. Meine Oma hat zum Beispiel eine ganz normale Kaffeemaschine. Die kann das da reinmachen. Die wird sich da zum Beispiel drüber freuen. Ein bisschen was haben wir noch. Ja, noch mehr Stoff. Herzlichen Glückwunsch. Yellowtail Australia, crafted by the Casella Family. Mhm. Da sind drin 12% Rosé. Das ist ein Roséwein, oder? Sieht aus wie ein Roséwein. Auch von einer ganzen Geschichte. Crisp and delicate blossoming with juicy strawberries and cherry flavors. Oh, mit Erdbeer und Kirscharoma. Lecker. Ja, wie gesagt, eigentlich trinke ich nicht so wirklich Alkohol, aber wenn es denn unbedingt sein muss und man sich dem Gruppenzwang hingeben muss, dann sage ich auch nicht unbedingt immer nein. Ja, manchmal schon, denn ich kann auch ohne sehr gut Spaß haben. Dann habe ich jetzt zwei Sachen drin von Kaba. Und Kaba kenne ich auch noch, das hat meine Oma damals immer gehabt. Ja, Kaba halt hier in Milch rein. Ne? Wir hatten das immer als Vanillemilch. Und hier haben wir einmal Kaba Milchschokolade. Das ist scheinbar neu jetzt, ne? Mit Keks Crunch. Das bekommt mein Freund, wird er sich drüber freuen. Und das hier ist weiße Schokolade mit Erdbeer und Brause. Das bekomme ich, finde ich total spektakulär. Das ist ja richtig geil. Also wir haben hier mal wieder richtig geile Produkte drin, Leute. Ne? So neue Sachen und Produkte, die ich einfach noch nie gesehen habe. Produkte, auf die ich richtig Bock habe. Und das macht die Degusta-Box halt für mich immer so geil. Also ich liebe es und ich kann euch das voll empfehlen, da einfach mal auf der Homepage vorbeizugucken. Schaut euch vielleicht das ein oder andere Unboxing vorher an, ob euch das so gefällt vom Mix her. Schaut euch vielleicht auch die Degusta-Box Cold an. Ich stehe auf die Box. Ich habe die damals selber im Abo gehabt und irgendwann hat sich daraus halt eine Kooperation ergeben, wie das halt oft so ist, ne? Wenn jemand hier auf YouTube immer wieder über die gleichen Dinge schwärmt, finden sich hoffentlich irgendwann Firma und Person zusammen, um dann gemeinsam halt Videos machen zu können, was ich eigentlich immer am sinnvollsten finde, weil ich brenne für diese Box quasi. Ich freue mich da jeden Monat aufs Neue drauf und ja, deswegen kann ich euch die von ganzem Herzen empfehlen. Ja. Und das war's jetzt hier von mir und der Degusta-Box. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll auch gedrückt von mir. Knack. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Abo-Boxen, Beauty-Boxen, alles-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!